Herzlich willkommen wieder zu Andruck der Presserunde auf TV Berlin. Und ob Sie es wollen oder nicht und noch hören wollen oder auch nicht, es muss sein, wir müssen über die Flüchtlingskrise reden. Es nimmt kein Ende und es wird immer schlimmer, habe ich den Eindruck. Manche freuen sich ja in diesem Land und das ist auch gut so. Die überwiegende Mehrheit ist noch immer voll großer Freude und wir haben eine sehr gute Willkommenskultur. Aber es gibt viele Abers. Und darüber wollen wir heute reden mit Ewald Quadbeck, Rheinische Post. Herzlich willkommen. Ewald König, Korrespondentenbüro Berlin, auch Ihnen herzlich willkommen und Sabine Lennertz, Schwäbische Zeitung. Denkt man denn so im Schwabenlande über die Willkommenskultur und dass immer mehr werden und dass Europa es nicht schafft und dass Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, aber jetzt manche Leute denken, wir schaffen es vielleicht doch nicht? Ich denke, dass man im Schwabenland wie auch in Berlin die Mischung hat, aus der berühmten Willkommenskultur, dass man sich freut zu helfen und aber auch zur Hälfte eben doch sehr besorgt ist, weil man sagt, was es kosten wird, was auf uns für eine Herausforderung zukommt. Deswegen habe ich gefragt, im Schwabenland. Da wird immer mehr auf die Taler geguckt als sonst. Und auch wenn es manche kleinkrämerisch finden, wenn Herr Schäuble jetzt schon anfängt mit dem Sparpaket oder Sparmaßnahmen, denke ich, dass das eine richtige Herangehensweise ist, das ganz realistisch zu sehen und sich vorzubereiten. In der Regierungspressekonferenz am Mittwoch, ich habe das nochmal nachgelesen, da ist von 12 Milliarden die Rede. Bisher galt immer nur, das kostet uns 3 Milliarden. Was ist denn da plötzlich los? Das ist ja eine Vervierfachung. Na, für kommendes Jahr waren ja schon die 6 Milliarden in Aussicht gestellt. Also 3 Milliarden für die Länder und 3 Milliarden für den Bund. Das war aber noch auf der Grundlage, dass man mit ungefähr 800.000 rechnete. Und an die Zahl glaubt ja inzwischen keiner mehr. Man weiß, dass es sicherlich in diesem Jahr eine Million wird. Und für 2015 ist ja auch noch nicht geklärt, ob die Länder da möglicherweise noch mal mehr Geld bekommen. Das heißt also, das summiert sich sehr schnell auf eine zweistellige Summe. Und die 12 Milliarden sind sicherlich nicht unrealistisch. Es ist halt die Frage, ob alles der Bund geben wird. Das wird er wahrscheinlich nicht tun. Tendenziell werden auch die Länder und die Kommunen einiges mitfinanzieren müssen. Und das ist natürlich eine erhebliche Belastung angesichts der knappen Haushaltslagen, die jetzt schon haben. Das haben wir jetzt erstmal festgestellt, was uns das kostet und was kommt. Wie geht das denn in Österreich? Ihr Ministerpräsident, nein, Ihr Bundeskanzler war ja gerade hier in Berlin. Ja, wissen Sie, was er mit der Merkel besprochen hat, hinter den Kulissen, Nach diesem Gespräch, das war so ein Mini-Gipfel, auch ein paar Minister von beiden Seiten waren sogar dabei, war ich bei diesen Pressestatements dabei. Österreich gehört ja mit Deutschland und Schweden zu den drei Ländern in Europa, die also Vorzeigeländer sind, was die sogenannte Willkommenskultur betrifft. Aber es gibt schon massive Vorwürfe, erstens einmal gegen einzelne EU-Staaten, und zweitens gegen die Europäische Union insgesamt. Interessanterweise hat Werner Faymann, der Bundeskanzler von Österreich, den Friedensnobelpreis ins Spiel gebracht, den die Europäische Union einmal bekommen hat. Und der ist natürlich eine gewisse Verpflichtung. Also das klang so, als müsste man einigen EU-Mitgliedsländern diesen Nobelpreis, Friedensnobelpreis wieder aberkennen. Und noch ein anderer Halbsatz, der so eher untergegangen ist, dass nicht drei Länder die Außenpolitik der Europäischen Union übernehmen können. Ja? Also das sind schon ganz starke, indirekte, ganz starke Kritikpunkte gegen die Europäische Union insgesamt und vor allem gegen die Chefin Federica Mogherini von dem Europäischen Auswärtigen Dienst, die offenbar nicht viel besser ist als die Vorgängerin Ashton, die auch nicht besonders gut war. Und da sind wir bei der für mich sehr brisanten Frage. Und wie geht es denn in Europa weiter? Fliegt uns Europa dadurch um die Ohren? Alles das, wofür wir 50 Jahre, 60 Jahre gelebt, gekämpft, gearbeitet haben. Friedliches Europa, Zusammenwirken in Europa. Das scheint doch jetzt so, als wenn alle wieder zurückfallen in ihren Nationalismus. Ich weiß es nicht, aber ich hoffe natürlich, dass es nicht so ist. Und die Verhandlungen laufen ja und man darf auch nicht alles eins zu eins nehmen. Also wenn man sich jetzt noch nicht über eine Quote geeinigt hat, heißt es ja nicht, dass die nicht kommen könnte. Wenn man gewisse Zugeständnisse vielleicht macht an Länder wie Polen, die auch 1 Million Ukrainer im Land haben und darauf hinweisen. Ich denke, dass man schon vielleicht eine Quote
zustande bringt, aber dann mit Korridoren für bestimmte Länder, die vielleicht auch nicht so wirtschaftsstark sind wie Deutschland oder Österreich. Ich glaube schon, dass wir an einem sehr kritischen Punkt sind in Europa. Also die deutsch-französische Achse funktioniert im Moment nicht und die war ja immer Garant dafür, dass Probleme gelöst werden können. Ich fange an, über Frau Merkel zu schimpfen, wenn ich das so richtig lese. Wir haben im Moment eigentlich nur eine deutsch-österreichische Achse und die ist sicherlich gut und sinnvoll, aber die reicht eben nicht, um die Flüchtlingskrise zu lösen. Und ich sehe da so zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass die Nationalstaaten sich sehr stark auf sich selbst besinnen und wir tatsächlich nur noch so etwas wie eine Wirtschafts- und Währungsunion am Ende sind. Die andere ist, dass Europa seine Außengrenzen dicht macht. Und ich könnte mir vorstellen, dass es tendenziell darauf hinausläuft, unabhängig davon, ob man sich in irgendeiner Form auf eine Quote einigt. Weil diese Quote, wenn man jetzt nochmal 120.000 verteilt, das ist ja angesichts dessen, was an Flüchtlingen unterwegs ist auf der Welt, das sind 60 Millionen, ist das lächerlich, 120.000. Und Europa wird am Ende nur zusammenhalten, wenn es diesen ganz harten Schritt geht und seine Außengrenzen wieder dicht macht. Und das ist natürlich dann, wirft dann einfach auch ein schlechtes Licht auf diese große Verantwortungsgemeinschaft in der Welt. Das ist doch eine wahnsinnige Zwickmühle. Europäische Außengrenzen zumachen heißt doch, da ziehen wir einen großen Zaun hoch, wie die Amerikaner das mit Mexiko machen. Und jeder, der kommt, wird vom Zaun gestoßen. Es ist auch so, dass dieser jetzige Strom nicht bald abreißen wird, sondern vielleicht noch größer sein wird. Zweitens muss man tatsächlich rechnen, dass viele Ukrainer kommen. Und drittens möchte ich auch einmal die Türkei ein bisschen genauer anschauen. Ja, die Entwicklung, die dort vor sich geht, kann durchaus auch einmal viele türkische Flüchtlinge bringen. Und es geht jetzt nicht zumindest nur um die kurdisch. Ne, zumindest ja, also große Massen von Kurden, ja, oder auch andere Unterdrückte in der Türkei. Und es lohnt sich sicherlich auch einmal außerhalb von Europa zu schauen, was nicht geschieht. Also wir haben schon in der letzten Sendung einmal kurz Amerika erwähnt, die ja nicht ganz unschuldig sind an dem Vakuum, das nach dem Irakkrieg passiert ist. Ein Vakuum, das dann IS ausgefüllt hat oder andere Superorganisationen, sondern wir müssen auch einmal auf die Golfstaaten schauen. Ja, ich habe in den letzten Tagen da ein bisschen recherchieren können, warum die Golfstaaten überhaupt niemand, so gut wie überhaupt niemanden aufnehmen, außer Leute, die beim Antrag des Visums gleich einmal eine große Summe für irgendwelche Investitionen hinlegen. Die Golfstaaten sind zwar bereit, hohe Geldsummen zu spenden für Flüchtlingslager, aber sind nicht bereit, Leute ins eigene Land zu lassen. Die haben einfach Riesenangst. Die Golfstaaten bestehen ja aus einer führenden Eliteschicht, die eher nicht selber arbeitet und aus, sagen wir, 90% ausländischen Arbeitskräften. Und dieses Gefüge ist bedroht, wenn dann viele Flüchtlinge kämen, die natürlich auch gewisse politische Ideen vielleicht mitbringen und sich auflehnen. Also da ist ein großes Gefahrenpotenzial für diese Golfstaaten. Gehen aber wir die mal könnten wieder, ja tun. Ja, wir könnten, aber gehen wir mal wieder zurück zu Europa. Das glaube ich, erstmal näher für uns, unabhängig davon, dass es richtig ist, was Sie gesagt haben, den Golfstaaten. Wenn ich mir das vorstelle, man muss die Außengrenzen sichern, was ich ja eben schon angedeutet habe, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Das Mittelmeer hat keine gezogene Grenze. Nein, wie soll denn das gehen? Das Mittelmeer hat keine Grenze, aber man hat Boote, die man ins Mittelmeer verlegen kann. Und dann schießt man auf die Flüchtlingsboote oder wie soll das gehen? Im schlimmsten Fall ja. Also ich denke schon, dass in die Richtung geht, was Frau Quadbeck auch sagte, dass die Außengrenzen Europas befestigt werden und dass man da mehr Leute sofort nicht beschießen, aber sofort wieder zurückbringen wird und dass da die Grenzen im Mittelmeer mehr gesichert werden. Also die Flüchtlinge, die übers Meer kommen, sind ja der kleinere Teil im Moment. Wir haben ja im Moment eben diese große Balkanroute, deshalb auch diese schwierige Situation in Ungarn, die sich jetzt nach Kroatien und Slowenien verlagert. Die sich genau an EU-Recht halten. Die sich, komischerweise. So wie die ihre Grenzen schließen, ist das nicht so ganz EU-rechtskonform. Das ist sicherlich ein schwieriger Punkt. Aber die Flüchtlinge, die übers Meer gekommen sind, die kommen ja nicht in ganz so großer Zahl. Und da ist es ja auch gelungen, die sozusagen in Teilen aufzunehmen oder eben zu versuchen, gegen die Schlepper vor Ort etwas zu tun. Und wenn es Europa nicht gelingt, wirklich die Fluchtursachen zu bekämpfen, was Europa ja wirklich sträflich vernachlässigt hat in den letzten 5 bis 10 Jahren. Also es gab ja genug kluge Menschen, die davor gewarnt haben, dass diese Flüchtlingswellen kommen werden, weil die Konfliktherde sind, wie sie sind. Und wenn Europa das nicht gelingt, dann
wird es sich wahrscheinlich am Ende abschotten und wir haben zwei Welten, die sich sozusagen gegenüberstehen. Und ich denke nicht, dass man am Mittelmeer in irgendeiner Form die Boote abdrängen wird oder auf die schießen wird. Sowas wird Europa natürlich nicht tun. Aber wir werden wahrscheinlich die Grenzbefestigungen am Land kriegen mit einigen Hotspots, die ja eingerichtet werden sollen, wo dann die Flüchtlinge durch ein Nadelöhr reingelassen werden. Also selbes System wie Amerika zu Mexiko, wir haben schon gesagt. Herr König, das ist eine Lösung. Die zweite ist, die haben Sie auch angedeutet, man muss in den Ländern dafür sorgen, dass die Ursachen, ja, der Flüchtlinge. Dann denken wir mal an Syrien, da müsste man ja dann den Krieg beenden. Das stimmt absolut, ist natürlich eine sehr langfristige Variante. Und solange die USA und die Russen nicht miteinander richtig reden, hört auch diese Quelle von Flüchtlingsströmen nicht auf. Eine kurzfristige Lösung in diesen Ländern ist, dass man die Flüchtlingslager, die es dort gibt, halbwegs menschengerecht, das heißt, dass die Leute was zu essen haben oder ein bisschen medizinische Basisversorgung haben. Das ist nicht der Fall in Libanon, in Jordanien. Die werden ausgehungert. Ja, klar rennen die Leute von dort weg. Da höre ich aber die Worte von dem Regierungssprecher, dem stellenden Regierungssprecher Streiter und dem Sprecher des Auswärtigen Amtes jetzt am Mittwoch, letzte Woche. Die haben mal aufgezählt, wo die Bundesregierung in dem Flüchtlingslager mit wie viel Millionen und mit wie viel aktiver Hilfe aktiv ist. Das heißt, das geschieht ja offenbar. Und aber insgesamt ohne erfolglos. Ja, insgesamt geschieht eben zu wenig für die Menge an Flüchtlingen, die wir haben und für die Armut, die wir auch in vielen Ländern haben. Ich meine, Syrien ist jetzt nicht die Armut, sondern der Kriegsauslöser. Aber wenn man auf andere Länder guckt, Afrika, und da ist eben Armut auch nach wie vor ein großes Problem. Und die europäischen Länder haben da auch nicht viel gemacht. In den letzten 30 Jahren, diese Quote von 0,7%, die man an die Entwicklungsländer geben will, ist nie eingehalten worden. Wir sind jetzt gerade... Wir versuchen die Quadratur des Kreises und ich hoffe, sie gelingt uns nach der Werbepause. Wir müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Sie haben einen Privatsender. Wir sind gleich wieder da mit Eva Quadbeck von der Rheinischen Post, Ewald König, Korrespondentenbüro Berlin, Österreicher, wie man unschwer hört, und Sabine Linders von der Schwäbischen Zeitung. Ja, bleiben Sie dran. Wir versuchen, Antworten zu geben. Bis gleich.